Jo, moin moin und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von Farmers Dynasty. Ich habe das Spiel Hallo, selbst noch nicht gespielt. Ich bin dein Nachbar. Ich heiße Oliver. Ich habe mich um diesen Hof gekümmert, seit dein Großvater gestorben ist. Schön, dich kennenzulernen, Oliver. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Das ist also mein Erbe? Ja, dieser schöne Hof und das Land gehören jetzt dir. Willkommen in unserem Kreis. Danke. Ich weiß nicht viel über die Landwirtschaft, aber ich lerne schnell. Ich bin sicher, du passt hier gut rein. Wir sind alle gute Leute und helfen einander. Folge mir bitte. Ich führe dich herum. Auf geht's. Tja, ich wollte nicht durch das Gespräch babbeln hier. Oder in das Gespräch. Dann verfolgen wir den Jungen mal. Arbeitsmühe. Aha. Wie du siehst, ist der Hof in schlechtem Zustand. Ein paar Reparaturen wurden bereits gemacht. Ich habe das Spiel schon bei anderen gesehen, hier aber selbst nicht gespielt. Das Dach muss repariert werden, aber du kannst hier erstmal schlafen oder auch Essen lagern. Du musst den Hof selber renovieren. Bald wirst du wissen, wie das geht. Folge mir. Ja, bin noch dabei. Kann ich denn dafür, dass du so watschelst? Das sieht ja fürchterlich aus hier. Hier ist die Garage für Fahrzeuge. Die ist jetzt leer. Aber ich bin sicher, dass du sie sehr bald brauchen wirst. Dein Großvater hat das obere Stockwerk nicht mehr ausgebaut. Aber wenn du dir die Baumaterialien leistest, kannst du es selber fertigstellen. Gut zu wissen. Mal schauen, wie viel Spaß das Spiel macht. Dies ist deine Scheune. Sie ist jetzt leer, aber hier kann das Heu für die Tiere lagern. Aber erst diese Löcher schließen, sonst wird alles nass und das Heu kann faulen. Die Tiere deines Großvaters wurden alle verkauft. Du musst selber welche kaufen. Der Kuhstall ist alt und bedarf etwas Arbeit. Aber er ist noch stabil. Du kannst die Reparaturen und Verbesserungen selber vornehmen. Versuche erst die Löcher zu schließen, sodass die Tiere gesund bleiben. Ich sehe, du bist vorbereitet und hast eigenes Werkzeug. Gut, versuche diese Tür zu reparieren. Sie ist blockiert und geht nicht auf. Aha. In Ordnung. Sie sollte sich jetzt öffnen lassen. Auf geht's. Juhu, ich habe eine Tür repariert. Ich bin ja der Schreiner schlechthin. Der weltbeste Türenreparierer. Stelle ein Gerüst auf, um dort hochzuklettern und das Dach zu kontrollieren. Ein Gerüst. Ist aber schon oben? Ne. Jetzt aber. Dann krabbeln wir doch mal hoch. Da geht's rum. Hier durch. Diese hohle Gasse wird er kommen, oder auch nicht? Nimmer. Ich soll ja nach oben, ne? Da geht's weiter. Nur nicht runterfallen. Hier ist die passende Arbeit für den ehemaligen Dachdecker. Klasse. Wie schaut's dort oben aus? Komm runter, wenn du fertig bist. Wir müssen weiter. Folge mir.
schon mal ein paar Löcher dicht gemacht. Die sind auch zu. Oder umgekehrt? Ne, weiter hinten. Nur nicht reinfallen. So, der ist auch zu. Auch zu? Haben wir hier noch? Hui. Da wenn wir schon mal hier oben sind, ne? Können wir eigentlich mal die Aussicht genießen. Ich glaube, hier hat ein schwarzes Auto. Ja. Da sind zwei verschiedene Sachen gepflanzt. Und ein großer See. Ja, unser Vorgarten oder irgendwas ähnliches. Hier ist ganz. Dann machen wir hier weiter. Alte Holzdielen. Wunderschön. Wenn es mal so schnell gehen würde im echten Leben, dann hätte jeder Gartenzwerg ein eigenes Haus. Ja, war aber ein schöner Ausblick. Und hier sind wir auch durch. Wir sollten eigentlich nur... Ja. Sollten wir. Und runter. Dann packen wir das Ding mal wieder ein, das Gerüst. Das Gerüst weg. Wo ist er denn? Hallo. Kann man hier rennen? Nee, ne? Nö. Du kannst das geerntete Getreide im Silo lagern. So kann es später verwendet oder verkauft werden. Vergiss nicht, das Silo zu reparieren, bevor es genutzt wird. Ja, mach mich nicht an. Ganz schön frech, der Bursche. Sprech mit Oliver, gibt's auch nicht. Das der dreht, Oliver? Lass uns das Gewächshaus anschauen. Hier kann etwas Gemüse angebaut werden, um schnelles Geld zu verdienen. Es müssen aber noch diese Löcher geschlossen werden, damit die Pflanzen optimal wachsen können. Mhm. Ich sehe, dein Großvater hat bereits Material zum Reparieren gekauft. Du kannst es verwenden, um das Gewächshaus so gut wie möglich zu reparieren. Sollten wir vielleicht als erstes machen. Schön. Aber ich sollte doch eigentlich nur die Tür machen. Du bist sehr gut darin. Ich bin sicher, dass du dich hier auf dem Hof gut machst. Ich habe vielleicht sogar selber einen Job für dich. Worum geht's? Warum kommst du nicht zu mir rüber und reparierst meine Scheune? Es geht vor allem um das Dach. Aber auch ein paar Wände müssen repariert werden. Ich habe nicht viel Geld, aber ich gebe dir meinen alten Traktor als Bezahlung.
Ich bin sicher, du kannst ihn brauchen. Und nun? Ach, jetzt muss ich da irgendwie... ich kümmere mich darum. Ja, hört machen sich wir gut doch. An. Ich kümmere mich drum. In Neue Ordnung. Mission. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Viel Glück und wir sehen uns. Ich möchte aber zuerst... Ab und zu weiß ich nicht, was er so macht. Oliver scheint dich lieb zu gewinnen. Das ist ja gut. 1000 Sozialpunkte, Karte kontrollieren für aktuelle Ziele. Ich möchte aber erst dieses Ding hier weitermachen. Ja, möchte ich. Irgendwie ist der Sound ein bisschen leise. Oder vielleicht nur hierbei. Vorhin fand ich den Sound eigentlich gar nicht schlecht. Einmal rum um das Gewächshaus. Kann ich hier auch Platten anbringen? Tatsächlich. Jo. Hier mal schick. Sind denn die Fenster auch direkt für dich? Ich hätte die gar nicht abschleifen müssen. Hehehe, doppelte Arbeit. Nicht direkt so drauf knallen können. Schön. Wir bauen uns ein Gewächshaus. Komm. Ab und zu reagiert er nicht. Ja gut, vielleicht muss ich noch ein bisschen was an den Feineinstellungen machen. Aber bisher gefällt es eigentlich. Ist ja noch nicht viel passiert. Wir basteln hier ein bisschen rum. Das sieht doch schon viel, viel besser aus. Mit der ollen Nietpistole. Wenn wir dadurch aber schnelles Geld verdienen können, wie er sagte, sollte man doch hiermit anfangen. Vierte. Wunderbar. Wir schießen uns ums Gewächshaus.
Nein, ihr braucht erst gar nicht zu fragen, warum mache ich das nicht nebenbei und zeichne die tollen Sachen. Nein, machen wir alles. Alles wird aufgenommen, alles wird gezeigt. Und wer nicht will, der hat schon. Auch fertig und wieder ein weiter. So, aber wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, macht ein Abo, aktiviert die Glocke und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.